So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr seht, bin schon wieder am Müll wegbringen. Das erledigt sich ja nicht von alleine. Und immer wenn ich Müll wegbringe, steht ein Community Raid im Haus. Gibt es eine neue Forschung? Ist ein Raid-Boss-Wechsel? Geht ein Ei auf? Was auch immer. Die Abenteuerwoche hat begonnen. Bei mir ist jetzt nämlich gerade Donnerstag. Aber am Donnerstag habt ihr Raid am Mittwoch am Donnerstag gesehen. Deswegen nehme ich am Donnerstag die Folge jetzt auf für Freitag und gleich noch eine für Samstag. Denn in der Abenteuerwoche gibt es nicht nur richtig interessante Spawns und neue Shinies. Nein, es gibt auch zwei heftige Forschungen. Eine gibt es für alle Trainer frei, gratis. Die andere gibt es nur mit Ticket. Und die Ticket-Forschung möchte ich euch jetzt in dem Video zeigen. Dafür ein richtig fettes Danke an den Alex. Der hat 2,49 Euro investiert und mir diese fette, saftige Ticket-Forschung gegönnt. Und wer jetzt denkt, dass die mega kompliziert ist, der irrt. Ihr müsst nämlich einfach nur die blaue Tonne aufschieben, den Karton einführen, die blaue Tonne zumachen und dann könnt ihr die Belohnungen abholen. Wie das aussieht, zeigen wir euch jetzt. So, wir stehen jetzt bei den blauen Tonnen und natürlich möchte ich auch meinen Buddy ändern, denn der heißt gerade noch Luigi Sarada. Bei der Raider Mittwoch am Donnerstag-Folge habe ich mich noch gefreut, weil ich endlich rausgefunden habe, wer mir das zweite C-Day-Ticket für Shiggy geschenkt hat. Es war Luigi Sarada, deswegen ist jetzt kurze Zeit das Ignivore als Luigi Sarada gelaufen. Jetzt müssen wir den Namen aber umändern zu, pass auf, 27 Alex 19 92, denn das ist der Ticketspender von dem Ticket für die Abenteuerwoche, wo ihr 2,49 Euro bezahlt. Jetzt laufen wir also mit dem Alex durch die Gegend. Grüße gehen raus an Alexander Ahringer, danke dafür. Was müsst ihr jetzt aber machen bei dieser Ticketforschung? Der Community, der Heute-Tab im Spiel ist total voll. Ihr habt nämlich hier Abenteuer nah und fern, das ist die Quest, die jeder hat, die hat 4 Kapitel. Dann diese befristete Forschung in der Abenteuerwoche, das ist die mit Ticket. Da müsst ihr 1 Kilometer laufen, 2 Kilometer laufen, 3 Kilometer, 4 Kilometer und 5 Kilometer. Und ihr kriegt jeweils zweimal ein Pokémon raus, was neu in Shiny sein kann. Das Amarino und das ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt. Wir sehen dann, wie es heißt, wenn es rauskommt. Die Weiterentwicklung ist auf jeden Fall richtig genial, die nehme ich immer mit. Und ihr habt sogar hier noch lauter kleine Sammlerherausforderungen. Sammlerherausforderungen, Wurzel und Klaue, dann Dom und Helix, dann Schild und Feder plus Kopf und Panzer. Also 4 Sammlerherausforderungen, die wir machen können. Wir müssen aber jetzt insgesamt 5 Kilometer laufen, bis alles aufgeht. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht sogar ein neues Shiny haben von... Sitzt leider keins da. Hier diesen komischen Dinosaurier merke ich. Und was auch neu ist, was vorher nicht war, ihr seht zum Beispiel bei dem Anurit ist so eine Schleife dran. Das heißt, dieses braucht ihr für eine Sammlerherausforderung. Früher musste man immer selber gucken, welches brauche ich noch, was ist für die Sammlerherausforderung, musste das abgleichen. Jetzt mittlerweile sind da Schleifen dran an den Pokestops, also an den Pokémon in der Nearby-Liste, dass ihr genau wisst, das müsst ihr fangen für diese Sammlerherausforderung, damit ihr das dann vielleicht auch sogar entwickeln könnt oder müsst oder wie auch immer, um das abzuschließen. Und dieses Balgoras heißt das vielleicht... Das ist auf jeden Fall neu als Shiny da und das ist richtig cool. Wir laufen jetzt aber los, wir machen 5 Kilometer und wir sehen uns dann wieder, wenn die, nicht die Eier aufgehen, aber wir die Belohnungen abholen können. So, wir stehen jetzt hier irgendwo auf einer grünen Wiese. Hier in der Nähe habe ich mit dem Hannes immer ein paar Tastings aufgenommen. Da drüben ist auch ein Spielplatz. Wir wollen jetzt mal nach den 5 Kilometer diese ganzen Belohnungen abholen. Ich weiß nicht, ob ich das mit Schnellfangtrick mache oder ohne. Hier ist auf jeden Fall ein Balgoras drin mit 683. Wir probieren es einfach mal mit Schnellfangtrick, ob wir da durchkommen. Das ist nicht drin geblieben. Das heißt, wir gehen auf den Hyperball. Ich hoffe, es ist noch eingestellt, dass sich das den Ball merkt. Gehen wieder rüber. Da müsste jetzt ein Amorinas drin sein. Amarino. Vergesst einfach, wie der Name heißt. Nennt es einfach Amarino, Amaretto. Das nehmen wir jetzt auch mit. Wir werden danach schnell alle bewerten. Eigentlich muss man ja nur gucken, was das Höchste ist. Es könnte natürlich auch ein Shiny dabei sein. Ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt ein Shiny drin ist. Trotzdem wäre es cool, wenn wir direkt eins im Video haben. Ihr seht, das hat 2,49 Euro gekostet. Dass ihr einfach 10 Mal diese
Pokémon fangen könnt, jedes 5 Mal. Und das ist im Prinzip die ganze Forschung. Ihr kauft euch also sozusagen zusätzliche Spawns. Gab es so in der Form, glaube ich, auch noch nicht. Bisher waren Forschungen, gerade die, die man kaufen musste, immer sehr umfangreich. Aber es ist ja wieder so eine befristete Forschung. Das heißt, wenn ihr jetzt sie kauft und dann habt ihr nur ein paar Tage Zeit und könnt das gar nicht abschließen, dann ist die wieder weg. Dann habt ihr die umsonst gekauft und konntet noch nicht mal die Belohnungen abholen. Das gab es auch schon. Deswegen ist es ja eigentlich gut, dass das hier so eine schnäppische Forschung ist, wo man einfach nur 5 Kilometer läuft, und die sollte man natürlich in ein paar Tagen fertig haben. Dann kann man das alles hier in Ruhe abholen. Meisterball, nee, den wollen wir nicht nutzen. Die Funktion ist nicht drin mit Ballmergen. Das habe ich auf dem anderen Handy, das habe ich hier wahrscheinlich noch nicht eingestellt. Das ist sowieso immer zu alles Käse, alles wird über Bord geworfen. Ich drücke auch immer zu falsch. Wir wollen jetzt den nächsten Dino, den ich persönlich richtig cool finde. Der ist als Shiny ja, glaube ich, blau. Das andere Ding, das blaue Ding, wird dann weiß. Hat auf jeden Fall also interessante Farben. Das ist auch schon das letzte. Hier war also kein Shiny dabei. Leider war da keins dabei. Wir können hier noch Brutmaschinen abholen. Eine super Brutmaschine. Ne, eine. Ja, eine super Brutmaschine. Zwei normale Brutmaschinen. Gehen jetzt aber nochmal rein und versuchen, die kurz zu bewerten, ob da noch was Gutes dabei war. Hier haben wir 3 Sterne. Hier haben wir 3 Sterne als 96er, ein Amarino, gut. Hier nochmal 3 Sterne, hier nochmal 3 Sterne, nochmal 3 Sterne, 2 Sterne und neuer Rekord, schwerstes. Plus hier 3 Sterne, Balgoras, Amarino, nochmal Balgoras, nochmal Amarino. Gleichzeitig gibt es ja im Event wieder neue Showcases mit Balgoras. Achtet also wirklich bei den Balgoras, die ihr fangt, drauf, dass ihr vielleicht beim Showcase mitmachen könnt. Ich habe vorhin schon mal geschaut, irgendwo war einer in der Nähe. Genau hier hinten ist ein Showcase. Das erkennt man, weil da über dem Pokestop so ein komisches, rundes, kreiseliges Ding ist. Wenn ich da drauf drücke, sieht man schon, da steht Showcase. Da kannst du drauf drücken. Showcase-Info. Nimm teil, um zu sehen, wer das größte Pokémon hat. Das erste war ja mit Shiggy, habe ich verpasst. Das zweite war mit Relaxo, habe ich verpasst. Da war das Geburtstagswochenende. Das wäre dann mein erster Showcase, den ich machen kann mit Balgoras. Endet am 30. Juli. Passt also auf, ihr könnt ja das noch nicht reinsetzen. Und kurz vor Ende, wenn ihr seht, da ist ein Showcase, da sitzt noch keiner drin, setzt euch dann schnell rein, dann seid ihr bestimmt der Einzige, der da sitzt. Als wenn ihr euch irgendwo setzt und das ist vielleicht ein belebter Platz, wo sich noch 10 Leute mit einmal reinsetzen und dann seid ihr nicht mehr Platz 1. Also, setzt euch am besten gegen Ende rein. Ihr könnt ja eh nur 3 Pokémon platzieren, 3 Showcases gleichzeitig platzieren. Merkt euch das als Tipp von meiner Seite aus. Ansonsten, ja, gibt es wahrscheinlich da wieder richtig coole Belohnungen. Ich bin jetzt hier fertig. Ich gucke mir das noch an. Das ist auch kein Shiny. Vielleicht ist es ja ein großes. Also riesig ist es schon mal nicht. Egal, wir werfen noch einen Ball. Würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.